Also man kommt da bei euch an, in einem wunderschönen Haus mitten auf den Bergen von Koh Phangan. Und dann trinkt man erstmal einen Kakao, wo dann psilocybinhaltige Pilze drin sind. Ich glaube, was hatten wir damals? 4 Gramm oder sowas, ne? Und dann geht die Reise los. Der Effekt von dem Ganzen ist wie, als ob du durch eine neue Brille dieses Leben einfach siehst. Und ich hatte weniger Existenzängste. Das war sehr schnell, kam das auf jeden Fall. Ich bin deutlich entspannter durchs Leben gegangen. Das Zweite war, ich war so glücklich wie noch nie, so antriebsstark wie noch nie. Also ich hab praktisch die Emotionen aufgelöst, die mich immer selbst sabotiert haben in meinem Glücksempfinden, und habe dann Gewohnheiten etabliert, die dafür gesorgt haben, dass ich glücklicher geworden bin. Herzlich willkommen zurück zum Freigeist statt Kleingeist Podcast. Heute geht die Schalte nach Koh Phangan, zu einem ganz besonderen Menschen, der viel in meinem Leben bewirkt hat. Unternehmercoach Robin Stolberg. Herzlich willkommen. So schön, ey, dass wir jetzt miteinander sprechen. Liebe Grüße hier aus Koh Phangan, Thailand. Wie geht's dir? Was geht gerade so auf Koh Phangan? Ich bin erst seit ein paar Wochen wieder da, seit 3 Wochen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, so, also es wird immer mehr Mainstream, ne? Es wird immer mehr Mainstream, habe ich das Gefühl hier. Ich bin ja jetzt hier schon seit 6 Jahren immer so on und off so und muss man auch einfach mal ehrlich sagen, dass sich sehr viel verändert hat und nicht unbedingt zum Positiven. Aber es ist, ja, es ist immer noch eine Insel, die Sonne scheint, du hast geile Strände. Ja, ist Beschweren auf einem hohen Niveau, ne? Ein bisschen Wohlstandsverwahrlosung. Das klingt tatsächlich so, ja. Also ich war ja jetzt auch ein paar Mal dort, und für mich ist es immer noch sehr entspannt im Vergleich zu Bali oder anderen Destinations. Ich werde jetzt im November nach Bali gehen, das erste Mal. Ne? Da bin ich mal gespannt so auf den Kontrast auch. Ja. Also die Luftreinheit wird oder die Verkehrsdichte wird vom Okay. ganz anderen Stern sein. Aber wir Okay. wollen uns ja nicht über die Paradiese dieser Welt beklagen. Für alle Menschen, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was machst du? Ja, du hast schon richtig gesagt, ich bin Coach für Unternehmer. Mein Fokus ist dabei vor allem so auf der Körperarbeit. Das heißt, ich begleite Unternehmer über den Atem, aber auch über ja, andere Bewusstseinstechnologien, wie ich sie gerne nenne. Einige davon hast du ja auch schon erfahren dürfen. Und genau, meistens kommen halt die Leute zu mir, wenn ja irgendwie so eine innere Leere da ist, wenn man irgendwie keine Passion mehr wirklich für sein Business hat, vielleicht auch privat oder körperlich ein paar Themen einfach hat, die immer wieder kommen. Und man dann mit dem Kopf einfach nicht mehr weiterkommt, ne? Und das ist immer eine sehr, sehr gute Möglichkeit, dann zu sagen, okay, wenn ich mit dem Kopf und mit dem Verstand nicht mehr weiterkomme, dann muss ich halt mal Dinge etwas anders machen, ne? Und vielleicht auch mal hier das ganze Körper, Herz, Bauch und sowas einbeziehen und ja, und dann die innere Weisheit anzapfen. Und das mache ich jetzt auch seit 8 Jahren. Mache auch Retreats zum Beispiel, Vacations, wo ja immer mehr diese Biohacks, wie ich sie nenne, oder natürlichen Biohacks immer mehr in die Unternehmerwelt quasi einfließen lasse. Ja, jetzt habe ich dich ja vor, wann war denn das, 2019, vor 5 Jahren auf der Bühne der digitalen Nomadenkonferenz kennengelernt. Da warst du noch der klassische Biohacker. Was mich und die Zuschauer interessieren würde, wie war so der Weg vom kleinen Robin hin zu dem, der du heute bist, der geile Typ, der du heute bist? Ich war ja schon immer ein geiler Typ, ne? Nein. Vom kleinen geilen Typen zum großen Genau, geilen Typen. genau. Ja, können wir gerne mal drüber sprechen. So, ich meine, DNX war ja dann schon was, wo ich sage, das war schon so einer der ersten Breakthroughs, ne? Vor 1000 Menschen gesprochen über die Themen, die mich beschäftigen. So, und da war ich noch ganz am Anfang von meiner Business Journey auch. Und aber allein bis dorthin zu kommen, war schon ein krasser Schritt einfach. Und davor, ja, war es ja so ein bisschen diese unbewusste Welt auch, wo ich unterwegs war, würde ich sagen. Also ich bin ja ganz klassisch, komme aus der Hotellerie. Ich habe Hotelfachmann gelernt, in Berlin damals noch.
und habe dann ein Jahr auf diesem Job gearbeitet. Danach habe ich mich spezialisiert zum Barkeeper. Also habe tatsächlich, heute würde ich sagen, ich habe Leute vergiftet. Das ist auch das, was mir noch aus deinem Buch so irgendwie im Kopf geblieben ist. Genau, ja. Ja, ich sage das halt immer wieder, ja. Ne, weil klar, mir hat das Spaß gemacht so und ich fand so diese ganze Cocktailwelt und ich war auch dann sehr spezialisiert auch da drin. Ich war auf Bar-Convents zum Beispiel in Deutschland. Wir haben an den Orten, wo ich gearbeitet habe, haben wir wirklich Drinks gemixt, die jetzt nicht Sex on the Beach sind, ne, sondern mit Infusionen gearbeitet. Also wirklich so spezielle Sachen gemacht. Die also wirklich eine Kunst dann, ne? Ja, wirklich die Kunst dahinter. Das hat mich immer sehr fasziniert und ich war auch dann in dieser Szene einfach drin, in dieser Mixologen-Szene. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt so, ja, aber dieses, das wird gar nicht so bewusst wahrgenommen, wie ich mir das vielleicht wünschen würde, ne, als Kunst. Ne, sondern es ging halt wirklich so um Saufen und hey, mach mal ein bisschen mehr rein. Und nachher siehst du dann halt als Barkeeper, bist ja auch Psychologe und Coach auch irgendwo, ne? Siehst du dann halt, wie die Leute sich verändern durch diese Substanzen, ne, und wie die ihr Leben so ein bisschen verbauen dadurch. Und ja, da habe ich dann irgendwann den Entschluss fassen müssen, okay, irgendwie passt das nicht ganz zu dem, was ich eigentlich den Leuten mitbringen möchte. Und das ist auch schon ein bisschen so die Art für das Schöne, für die Kunst, ne, aber auch das Bewusstsein und die Achtsamkeit, wenn ich etwas tue. Und ja, so habe ich da im Kleinen angefangen quasi und jetzt würde ich sagen, bin ich da jetzt schon eher im Großen und im Freieren unterwegs. Ja. Gab es da irgendwie ein spezielles Ereignis oder irgendwelche Inhalte, sage ich mal, auf YouTube oder so, die dich dann bewegt haben, diese Erkenntnis zu bekommen oder wie kann ich mir das vorstellen? Einige natürlich, ne? Hm. Ganz am Anfang war es natürlich, ich bin Veganer gewesen dann, ne? Also ich habe jetzt mittlerweile nicht mehr, aber es war so ein bisschen meine Conscious Journey. Ne? Mhm. Irgendwann habe ich gedacht, hey, eigentlich möchte ich nicht mehr den Tieren was zuleide tun und so und habe das alles stark hinterfragt, was so mit Ernährung und Körper, Gesundheit so abgeht. Und mein erster Podcast hieß ja auch veganes Biohacking, so, ne? Das, ne? Das war ja ganz am Anfang, nachdem ich den irgendwie dreimal umbenannt habe dann. Und dadurch habe ich halt diese Welt so für mich ein bisschen erforscht, habe immer mehr Bewusstsein in die Dinge reingebracht, die ich sonst nicht hinterfragt habe. So. Und da haben mich natürlich viele Leute inspiriert damals auf der Journey, wie zum Beispiel Rüdiger Dahlke, ne, den ich auch 2-3 Mal auf dem Podcast hatte, der auch natürlich abseits von der vom ganzen Veganismus einfach eine krasse Persönlichkeit ist. Ne? Und ja, ich in vielen Sachen immer noch übereinstimme auch. Aber auf der Business-Seite haben mich dann zum Beispiel auch solche Menschen inspiriert, wie eben Markus Meurer, der Gründer von der DNX, den DNX-Podcast damals hoch und runter gehört, aber auch Sascha Boampong, Timo Eckert vom Digitalen Nomaden-Podcast. Und dann war dann so, ah krass, okay, es gibt auch irgendwie einen Weg raus aus dem System, so wie ich das kenne. Und ich kann anscheinend auch mit meiner Leidenschaft Geld verdienen und kann aber auch reisen, ja, was eine andere Leidenschaft ist. Und kann andere Kulturen erforschen, kann mich ausdehnen sozusagen über den ganzen Globe. Und das war für mich damals noch so krass, das geht alles. Ja. Und natürlich durch diese digitale Entwicklung ist das ja nochmal geboostert worden sozusagen. Blödes Wort jetzt an der Stelle, aber Cut. Und ja, wenn du da überlegst, ne, DNX damals 2019, ja, ich meine, das war ja in unserer Bubble, war ja das schon recht real, ne? Mhm. Aber wenn ich jetzt so in Kopangan sehe, wie viele Coworking Spaces hier jetzt gibt, wie jeder digitaler Nomade ist, wie jeder irgendwie so einen Freelancing-Job hat oder 2 oder 3, das ist ja richtig abgegangen jetzt in der letzten Zeit durch das Internet und die Technik auch. Und ja, ich bin auch so ein bisschen happy immer. Ich sag's auch mit meinem Kumpel Sascha, mit dem ich jetzt auch noch viel mache vom Digital Nomaden Podcast. Das sind die guten alten Zeiten, der wilde Westen damals. Ne? Ja, ich hab ja noch die Ausläufer des wilden Westens noch so ein bisschen mitgenommen. Ich bin ja so in der Mitte irgendwie zwischen der neuen Zeit und der alten Zeit. Du warst aber noch schneller, glaube ich, sogar als ich, oder? Du hast ja schon 2019, warst du schon im Business eigentlich richtig drin, oder? Deine Bücher, glaube ich? Nee, also ich habe 2016 mich selbstständig gemacht als Versicherungsmakler, aber das kannst du ja nicht als Business bezeichnen. Geht nicht. Und dann 2019, wo du auf der Bühne warst, ich habe dann das mit dem Versicherungsmakler irgendwann mal an die Wand gefahren. Yes. Und dann
Schicksal wollte es wohl so. Und dann hatte ich einen Angestelltenjob als Sales Manager und habe aber nebenbei wieder experimentiert, was ich für die Selbstständigkeit machen könnte. Und da habe ich mir dann an der Zeit oder beziehungsweise auf der Veranstaltung dann mir geschworen, nächste DNX bin ich selber unterwegs und Okay. habe mir da 12 Monate Zeit gegeben, habe aber nur 10 Monate gebraucht. Das war so ein richtiger Win für mich damals. Heute denke ich mir, okay, tust halt einfach alles verkaufen, buchst dir Flugtickets und suchst dir irgendeine geile Unterkunft irgendwo. Aber das war ja damals schon ein richtiger Mindset-Shift und alles. Und das Business ging dann eigentlich so, also das Copywriting-Business ging dann so 2020 los, so mit den ersten 1000 Euro auf Koh Phangan, also richtig Low-Level erstmal. Und dann ging es halt immer krasser, immer krasser. Und irgendwann habe ich so viel Geld verdient, dass ich irgendwann gemerkt habe, oh, ich sollte vielleicht nochmal mehr in mein Inneres schauen, wo du mir dann auch geholfen hast. Aber da kommen wir vielleicht später dann nochmal dazu. Again. Ja, genau, also du warst dann so im wilden Westen der digitalen Nomadenszene. Wie ging es dann weiter? Ja, also wir haben da eigentlich relativ Ähnlichkeit auf unserem Pfad, würde ich sagen. Also 2019 war auch so das Jahr, wo ich wirklich so ein bisschen den Durchbruch hatte. Nicht mehr unbedingt im Business, aber so in der Szene, ne? Ich wurde halt eingeladen, ich war auf Vacations, ich war bei der Freiheits-Business-Konferenz von Markus Garbo habe ich gesprochen, bin dann mit ganz krassen Online-Unternehmern auf einer Vacation in einem Schloss in Polen gewesen, ja, wo unter anderem Bastian Barami mit dabei war, Christoph Heuermann, ne, Nick Martin und so die ganzen Leute, die man halt so in der Szene so kennt damals und heute auch noch. Und das war für mich natürlich so eine krasse Ausdehnung dann, ne, auch einfach so zu merken, oh, wow, okay, die sitzen irgendwie den ganzen Tag vorm Laptop und arbeiten und so und krass, ne, da war ich dann noch so ein bisschen so, okay, ich wüsste gar nicht, was ich vorm Laptop die ganze Zeit machen soll. Das ist manchmal immer noch so. Ja, kenne ich ja. Ja, und da, ja, aber da hat das dann so ein bisschen angefangen, ne? Danach haben wir dann unsere ersten Vacations selber organisiert, noch im Namen vom Digitalen Nomaden Podcast. Nadja, meine Partnerin, kennst du ja auch, mittlerweile Ex-Partnerin. Cool. Und das war so unsere Eintrittskarte. Also wir haben eigentlich unser erstes ortsunabhängiges, es ist nicht wirklich ortsunabhängig, aber unser erstes Business so in dieser Szene waren eigentlich Vacations für andere Leute zu machen. Und dadurch haben wir dann auch so diesen Freifahrtschein bekommen, okay, jetzt können wir mal raus aus dem System. Ja, bei 2018 war es dann, glaube ich, wo wir unser ganzes Erspartes, was nicht viel war, für ein Van quasi oder für ein Campervan ausgegeben hatten. Ja, und dann quasi mit 0 Euro Richtung Portugal auf unsere erste Vacation, die wir selber mitgeleitet haben. Ja, uns aufgemacht haben auf dem Weg so, ne? Und haben dann 6 Monate im Campervan gelebt, Fulltime, ja. Würde ich niemals wieder machen. War echt Warum eine nicht? harte Lernkurve, vor allem mit Business und Podcast und so Weil on man the Road. aufeinander trifft oder was? Oder? Hey, ja, richtig, aber auch so, ich meine, wir haben teilweise halt komplett ohne Geld auch gelebt, ne? Weil das Business war ja in den Kinderschuhen, ne? Ich habe damals noch keine hochpreisigen Coachings oder so verkauft, ne? Weißt, wir hatten die Einnahmen von den Vacations, ne? Was okay war am Anfang. Und dann hatten wir so Affiliate-Deals oder hier mal eine Kooperation und da mal irgendwie eine Podcast-Werbung. Also nicht jetzt so das krasse Business, ne, wo man eigentlich schon von leben kann. Also in Deutschland hätte ich davon definitiv mit den ganzen Steuern und so auch nie leben können, so. Ne? Also ich musste erst mal raus und das Business on the Road quasi machen, um dann auch zu merken, okay, ich brauche wieder mehr. Ich muss langsamer reisen. Ja, ich brauche einen Ort auch, wo ich vielleicht ein Office habe oder wenigstens meinen Laptop aufklappen kann, meine Coachings machen kann und so. Und das war dann so eine steile Lernkurve. Und nach diesen 6 Monaten hat man dann noch mal einen kurzen Touchdown in Berlin, was auch richtig weird war. Aber dann war ja dann die DNX auch. Und dann sind wir danach nach Koh Phangan das erste Mal gegangen. Ja, und Koh Phangan habe ich dann auch mein erstes Coaching verkauft, damals im vierstelligen Bereich so, ne? Und das war natürlich auch so der Durchbruch komplett. Und deswegen sage ich, unsere Fehde, unsere Pfade-Fehde, die erinnern uns eher. Ne? Pfade, glaube ich, sagt Pfade, man, oder? Fehde, Ja.
Fahrt, Lebenslinien, Seelenverträge. Ja, okay, krass. Und dann warst du ja da einfach eher erstmal so der Biohacker, oder? Oder wie? Genau, mit Biohacking bin ich eigentlich von Anfang an gestartet. Ich habe damals, bevor ich überhaupt in diese ganze Business-Welt reingegangen bin, hatte ich Männer-Coachings gemacht tatsächlich. Also ich hatte schon Coachings gemacht. Die haben auch einiges gekostet damals in der Schweiz. Und das waren so Männergruppen, ne? Und in diesen Männergruppen, die haben mir sehr, sehr viel gebracht auch, ne? Da bin ich wirklich aus meiner Komfortzone rausgegangen, ne? Habe so das erste Mal richtig groß gedacht auch und auch groß gemacht schon, ne? Und hab Breathwork kennengelernt, diese ganzen Tools, ne? Und da habe ich dann so das erste Mal bin ich das erste Mal über den Begriff Lifehacking gestolpert, auch durch Markus Meurer damals noch. Grüße gehen raus übrigens. Der muss auch Und noch auf den Podcast. ja, unbedingt, ey. Und da bin ich so mit Lifehacking, ich so, ja, Lifehacking finde ich geil, ist eigentlich das, was ich mache. Ich achte auf meine Ernährung, ich achte auf meinen Körper, mache Sport, mache dies, mache das. Das ist eigentlich Lifehacking. Und dann habe ich aber nochmal gemerkt, ja, eigentlich ist es Biohacking, ja, weil ich das ja meinem Körper quasi antue, also mit meinem Körper in die Transformation hineingehe, ne? Und unter Biohacking war einfach so der beste Dachbegriff, immer noch. Ich arbeite immer noch mit dem Begriff, weil es für mich perfekt zusammenfasst, was wir alles machen können mit unserem Körper, mit unserem Geist, mit unseren Gefühlen, Emotionen, mit unserem Spirit, auch wenn du es so möchtest. Und ja, da ist alles runtergezählt, ne? Ob es jetzt Pflanzenmedizin wie Ayahuasca ist oder Psilocybin, ob es jetzt Breathwork ist, ob es jetzt Meditation ist, ob es jetzt Ernährung ist, Supplementierung und so weiter. Das war alles unter diesem Dachbegriff Biohacking. Und da bin ich dann gestartet. Aber ich bin nie wirklich dieser Biohacker gewesen, der jetzt gesagt hat, okay, du kommst jetzt in mein Coaching und wir testen erstmal alles Mögliche durch und Bluttest hier und das und in Analyse hier, sondern ich habe immer gecoacht, ne? Ich habe immer gefragt, was sind die Herausforderungen, was sind die Probleme. Häufig haben wir dann Sessions gemacht mit Atmung, mit Musik, haben das dann, du kennst es ja, ne? Haben dann drüber gesprochen, auch in den nächsten Tagen haben diese ganzen Erfahrungen integriert und dadurch sind dann die Ergebnisse eigentlich entstanden von den Unternehmern, die halt reichen von, okay, ich fühle mich wieder mehr zu Hause in meinem Körper, ich bin aktiver, ich komme ins Machen, ich habe mehr Fokus, ich bin produktiver, hatte ich gerade schon, oder habe auch zum Beispiel eine Beziehung jetzt, wo ich mehr Zeit jetzt dafür wieder fokussieren kann. Also Das ganz, ganz ist übrigens auch vielfältig. eine Neuigkeit bei mir, die durch deine Arbeit entstanden ist. Müssen wir Oh, auch gleich mal drüber reden. ja, da bin ich ja gespannt. Ein Ja. Cliffhanger nach dem anderen hier, jetzt ein Copywriter, ne? Okay, jetzt habe ich dich aber unterbrochen. Hey, alles Okay. gut. Also, das war eigentlich so das, ne? Also, ich bin super happy einfach auch mit dieser Arbeit, weil ich dann immer mehr auch so in diese Unternehmerbubble reingekommen bin, vor allem auch durch die Kontakte, durch die Vacations auch, die ich bis jetzt ja immer noch organisiere mit auch mit Markus Gabor. Und Legende. dann habe ich, genau, kennst du ja auch. Und dann habe ich ja dann aber auch gemerkt, ne, dass das natürlich die Menschen sind, die das auch am meisten gerade brauchen, weil was haben die meistens gemeinsam alle so? Die sind im Außen schon ziemlich erfolgreich, mehr oder weniger, ne? Die haben schon so vielleicht ihre ersten sechsstellige Beträge gemacht im Monat oder im Jahr oder siebenstellig sogar. Ja, und dann fallen ja ganz viele Probleme auch weg, ne? Ja, dann brauchst du dir nicht mehr einen Kopf machen, wie zahle ich die Miete, wie kann ich das Ganze hier am Leben halten und so weiter. Ja, und dann kommen aber andere Themen, ne? Dann kommt so vielleicht, hey, was mache ich hier überhaupt, ne? Habe ich überhaupt Bock da drauf? Oder hey, was habe ich eigentlich mit meinem Körper gemacht oder nicht gemacht in der Zeit, wo ich mein Business fokussiert habe? Sind da vielleicht jetzt schon irgendwelche Sachen so, die ich hätte vielleicht vermeiden können in der Vergangenheit? Und dann kommen halt diese großen Fragen und da unterstütze ich und Nadja natürlich auch mit mir zusammen, die Leute Antworten zu finden auf diese Fragen, ja. Und die Antworten sind meistens halt nicht im Außen, sondern die sind tief dort verborgen an den Orten, wo wir nicht rankommen, weil wir eben verlernt haben, wirklich dorthin zu fühlen und zu spüren, was eigentlich mit mir los ist. Und dann aber auch ehrlich zu sein zu mir selbst und zu anderen auch, dass es vielleicht gerade nicht alles okay ist und nicht alles ist cool, ja, sondern es sind Themen da. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Arbeit. Und ich glaube, wenn wir diese innere Arbeit als Unternehmer noch mehr meistern können, wo können wir dann mit unseren Unternehmungen hinkommen, ne? Was sind wir dann für Leader? Ja, was sind wir für Führungskräfte auch, ne? Wie geht es unseren Mitarbeitern? Ich meine, als Unternehmer, wir strahlen ja unsere Energie durch
unser ganzes Unternehmen durch, in jede Entscheidung, zu jedem Mitarbeiter, zu jedem Kunden natürlich auch. Das heißt, wenn ich als Unternehmer was in mir drin verändere, ne, dann hat das, dann ist es so ein Ripple-Effekt über das ganze Business. Und das ist einfach super schön, diesen Hebel dann auch zu sehen, ja, was solche Dinge wie Breathwork, Psychedelics und solche Sachen halt in kürzester Zeit machen können. Ja. Da würde ich vielleicht mal in das Thema Psychedelics einsteigen. Was kann einen da erwarten, sage ich mal? Also für jemanden, der noch gar nicht damit zu tun hatte und jetzt zuhört, aber merkt, okay, irgendwie, da ist irgendwie was, da will ich mehr erfahren. Was sind das so für Symptome, die er vielleicht hat, so als Unternehmer, der vielleicht auch ein bisschen mehr die Freiheit haben möchte, und was können Psychedelics dann bewirken? Ja. Ich sag mal, Psychedelics sind dann halt wirklich so, ich würde halt sagen, so, es ist ein starker Hebel, ne? Zu sagen, ne? Und du musst halt auch überlegen, bin ich für diesen Hebel auch bereit schon, ne? Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt noch gar nichts gemacht habe vielleicht, ne? Ich habe noch nie meditiert, ich habe mich noch nie mit meinem Körper und meinem Atem beschäftigt, weiß ich nicht, ob Psychedelika gerade als erster Schritt wichtig werden oder richtig werden. Mhm. Ja, andere würden mir da aus der Szene wieder widersprechen, aber das ist so was, das ist meine Meinung dazu. Das heißt, ich würde mich am Anfang erstmal mit Themen auch beschäftigen, wie zum Beispiel Atmung, ne, Breathwork, mit Meditation, mit wie schaffe ich es wieder, mit meinen Gefühlen zu connecten, so, ne, wie kann ich klassische Persönlichkeitsentwicklung einfach auf einer tieferen Ebene auch, ne. Und dann, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht kannst du dich erinnern, wenn, und du kennst es ja auch, wenn du bist ja auch damals zu uns gekommen mit solchen Themen, ne? Wenn du eine unternehmerische Challenge hast, ne, wo du einfach nicht mehr weiterkommst mit dem Kopf. Weil du sagst, du hast schon alles probiert, du hast jetzt schon das Coaching gemacht, du hast schon den Funnel ausprobiert, ne, du hast schon mit den Leuten gesprochen, du hast schon das gemacht, aber trotzdem, es kommt immer wieder, ne? Keeps on repeating all the time. Dann ist so die Frage, okay, vielleicht sollte ich mal was machen, was mich ein bisschen da rausbringt, ne? Und da würde ich mal als erstes sagen, transformative Atemsession, ne? Also wirklich mal Breathwork machen, eine Stunde sich auf die Matte legen, konstant atmen entweder in verschiedenen Zyklen oder am besten natürlich transformativ, also verbundenes Atmen über eine Stunde. Mhm. Dann mit Sounds und so weiter, so wie wir das machen, haben die meisten Menschen schon nach einer Session halt wirklich eine Erfahrung, boom, okay, krass, das ist jetzt zu tun. Oder jetzt habe ich mehr Klarheit, welche Entscheidung jetzt getroffen werden muss. Ne? Oder, ich lasse das Business jetzt los und konzentriere mich komplett darauf. Solche Sachen zum Beispiel, ne? Und klar, lass das Business jetzt los, hast du gerade so im Nebensatz gesagt. Ja. Aber das ist ja für viele auch irgendwie so eine Angst, dass sie sich schon irgendwie spüren, okay, dieses Business ist nicht mehr das, was ich machen möchte. Es war ja bei mir auch so irgendwann beim Copywriting, ich habe es geliebt, aber irgendwann habe ich es gehasst. Und wir haben ja dann das mit den Psychedelics gemacht und dann konnte ich auch langsam dann einfach mehr in die Sichtbarkeit für die Adventure Masterminds gehen, was ich mich davor halt irgendwie nicht getraut habe, blockiert war, sonst was. Also das war so der Effekt der ersten Psychedelic Session, aber die zweite war noch krasser, da will ich dann später nochmal drauf eingehen. Ja, lass uns da gerne drüber sprechen. Ich finde das mega faszinierend einfach, was dadurch halt passieren kann. Ne? Und das wäre jetzt eben der zweite Schritt, ne? Wenn du sagst, okay, ich habe schon Breathwork gemacht, ich habe mich schon sehr viel mit den inneren Themen auseinandergesetzt, so, aber es ist trotzdem immer noch was so, ich komme da nicht hin mit meiner Werkzeugbox, mit meiner Toolbox. So, ne? Und dann hast du halt wirklich nochmal so die Brechstange. Das ist das ist ein bisschen der Begriff, den ich vorhin gesucht habe. So. Ja. Die Brechstange sind halt Psychedelika, ne? Und gerade so in hohen Dosierungen, ne, wenn du das in einem zeremoniellen Rahmen machst, so wie wir das auch gemacht haben, ne, dass du halt so viel nimmst davon auch, ne? Natürlich alles in einem sicheren Rahmen, aber dass da oben nicht mehr viel funktioniert, ne?
Und dann kannst du eben dort reingehen, wo wirklich vielleicht auch das Trauma liegt, ne? Wo vielleicht auch so die Situation in der Vergangenheit, die du damals nicht lösen konntest mit den Ressourcen, die du damals hattest, ne? Und kannst jetzt dann eben wieder zurückgehen, kannst Verknüpfungen, kannst Verlinkungen dort machen, um das besser einzuordnen und dann aber auch ganz klar zu sagen, hey, warum tue ich denn die ganze Zeit so? Warum denke ich denn die ganze Zeit von A nach B, von B nach A und komme halt nicht weiter? Meistens lacht man ja dann drüber, gerade nach so einer psychedelischen Erfahrung. Denkt man, es ist doch so einfach. Ich habe Bock auf Adventure Masterminds, also mache ich Adventure Masterminds, ne? Und halte mich halt nicht an den Sachen fest, die zwar gut funktioniert haben, ne, bis zu dem Datum vielleicht oder vielleicht auch drüber hinaus. Ja, aber ich spüre halt so, hey, ich habe Bock, was anderes zu machen. So, ne? Und dann geht es ja eigentlich nur noch um die Entscheidung zu treffen, das zu machen. Und die hast du ja dann getroffen. Ja. Ne? Okay, dann will ich mal hier so ein bisschen ein Testimonial für dich abgeben. Vor allem die zweite Session, die war, wann waren die? Im März oder so? Ja, noch, ja, stimmt. Ja, März. März müsste gewesen sein. Also man kommt da bei euch an, in einem wunderschönen Haus mitten auf den Bergen von Koh Phangan. Und dann trinkt man erstmal einen Kakao, wo dann psilocybinhaltige Pilze drin sind. Ich glaube, was hatten wir damals? 4 Gramm oder sowas, ne? Und dann geht die Reise los. Was ich so gehört habe, ist, dass ja bei jedem irgendwie unterschiedlich ist. Bei mir ist das so ein bisschen wie so Augmented Reality, also so ein Comic, der in meinem Kopf abläuft und praktisch das Haus und euch praktisch als Protagonisten dieser ganzen Szenerie mit in mein Leben einbaut. Ja, und dann knallst dir irgendwann die Synapsen raus. Also das ist wie so eine Spannungskurve. Erst, ja, okay, geht ja, kann ich alles noch ein bisschen kontrollieren mit dem Verstand. Und du hast mich ja damals auch ausgetrickst. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst. Du hast gesagt, um das Ganze dann irgendwann zu schließen, dann probieren wir mal Rapé aus. Und Rapé ist ja so eine Art Tabak, den man in die Nase bläst und es fühlt sich an, als ob man mit einer Schrotflinte da ins Gesicht schießt. Und irgendwann dachte ich mir, ja, jetzt ist ja alles schon vorbei. Und du hast dann auch gesagt, ja, jetzt mach mal Rapé. Und damit hast du aber meinen Verstand komplett ausgeschaltet, der sich die ganze Zeit noch gewehrt hat. Und dann kamen die richtigen Themen und dann kannst du dich nicht mehr wehren. Und ja, dann siehst du alle möglichen Sachen aus deiner Vergangenheit. Der Effekt von dem Ganzen war dann, das hat sich dann über Wochen dann einfach hingezogen. Immer wieder neue Erkenntnisse. Also es ist wie, als ob du durch eine neue Brille dieses Leben einfach siehst. Und ich hatte weniger Existenzängste. Das war sehr schnell, kam das auf jeden Fall. Ich bin deutlich entspannter durchs Leben gegangen. Das Zweite war, ich war so glücklich wie noch nie, so antriebsstark wie noch nie. Also ich hab praktisch die Emotionen aufgelöst, die mich immer selbst sabotiert haben in meinem Glücksempfinden und habe dann Gewohnheiten etabliert, die dafür gesorgt haben, dass ich glücklicher geworden bin. Und last but not least, das Thema, was mich extrem beschäftigt hat die letzten Jahre, war einfach, ich war immer ein geiler Ficker, habe mich durch die Welt gevögelt, aber auf eine Frau konnte ich mich jetzt nicht committen. Und ja, und dieses Fluchtgefühl ist dann auch weggegangen. Und jetzt bin ich seit ja, 1, 2 Monaten mit einer wunderschönen Frau in einer Beziehung. Und ich merke einfach, wie ich so krass in meiner männlichen Energie, das kommt auch noch mit dazu, dass ich krass in der männlichen Energie jetzt einfach bin, die Frau auch halten kann und ja, nicht mal diesen Blödsinn treibe, der eine Frau verschrecken würde, sage ich mal.
Also danke dafür. Falls du es rauscutten möchtest als Testimonial mal, kann ich es dir auch gerne mal zuschicken. Geiles Testimonial. Vielen Dank dafür, Mann. Genau. Und alle, die ähnliche Themen haben, also im Prinzip kann man ja sagen, alle Themen, die einen belasten, jedes Thema, sei es privater oder geschäftlicher Natur. Ich empfehle da ganz gerne Psychedelics, weil die einfach, wie gesagt, die Brechstange sind. Wer es ein bisschen einfacher haben möchte, gibt es ja auch andere Techniken wie das Breathwork. Aber Hauptsache macht was und lauft nicht wie so Leichen durch die Gegend und sabotiert euch selbst. Wow. Ja, Genau. Mann. Oh, Mann, danke fürs Teilen, ey. Ist auch so schön. Ich wusste ja jetzt vieles auch nicht, ne, was da alles passiert ist. Also ich habe ja letztens mal eine Nachricht von dir irgendwie bekommen und hast gesagt, okay, hey, ihr habt mir so richtig den Turbo gegeben jetzt in meiner Selbstständigkeit so. Und ja, ich bin, wie gesagt, wenn ich solche Stories höre, dann weiß ich einfach so, ich bin so dankbar einfach, ne, weil es sind ja auch nicht nur wir, ne. Ich meine, klar halten wir den Raum so, ne, aber viel Arbeit machen natürlich auch der eigene Körper, ne, aber dann in der Kombination natürlich auch mit den Pflanzen, ne. Also HP zum Beispiel auch ist eine sehr, sehr starke Pflanzenmedizin, die leider, wie ich sehen muss, hier in Kupangan, aber auch immer mehr in der deutschen Szene sehr missbraucht wird. Ja, tatsächlich. Ne? Und mir tut das natürlich dann auch immer so ein bisschen weh, ne? Wenn die psychedelischen Substanzen, auch wie Ayahuasca, wie Psilocybin, wie die verschiedenen Kakteen, die es zum Beispiel auch gibt, Huachuma, San Pedro und so weiter, dass das dann halt zum Gegenstand wird für viele, die dann sagen, okay, das sind Drogen und die Leute, die drehen total ab und so und die wollen irgendwie nur noch Highest Excitement und so weiter, ne? Dann aber halt wirklich mal zu sehen, so, okay, nee, da ist viel, viel mehr hinter diesen Pflanzen, wenn du wirklich bewusst mit denen arbeitest, ja. Und das Schönste, muss ich dir sagen, Konstantin, war für mich, wo die Nachricht von dir kam, wo wir mal eingecheckt haben nach ein paar Monaten und wo du gesagt hast, so, ich glaub, ich brauche jetzt gar keine psychedelische Session, so, ne? Und das ist ja das Schöne, ne? Wenn du sagst, okay, ich habe jetzt eigentlich so viel damit gearbeitet, dass ich jetzt weiß, in welche Richtung es geht und ich brauche das jetzt erstmal nicht mehr. Und auch wenn ich mir da jetzt so ein bisschen marketingtechnisch vielleicht ins eigene Fleisch schneide, so, genauso sollte es auch bei jedem Coach sein, ne? Ja, irgendwann solltest du halt sagen, okay, ich kann jetzt auf eigenen Beinen stehen, so, ne? Und klar kann ich dann vielleicht immer mal wieder kommen und kann das auffrischen und so weiter. Ja, aber das Ziel ist doch eigentlich so Selbstermächtigung, ne? Und das ist eben genau diese männliche Qualität, von der du auch sprichst. Und sogar jetzt kannst du, ne, die Existenzängste und andere Ängste kannst du halten. Du kannst eine Frau halten. Du kannst dein Business halten. Und ja, also ich bin einfach super happy. Ja. Und ich bin Cost-Cutter geworden, bin ja richtig brutaler Cost-Cutter geworden. Also Ja. so wie du gerade gemeint hast, dass die Coaches einen immer ewig in irgendwelchen Jahresprogrammen oder sowas halten. Ich habe jetzt einfach alles rausgeschmissen, was einfach nicht mehr gebraucht wird. Weil das war auch immer so ein Thema. Ich habe immer viel zu verschwenderisch gelebt, also vor allem im Business, im Privaten jetzt nicht so, aber diese Emotionen konnte ich auch auflösen und jetzt ja, tschüss mit unnützen Kosten und Geil. Coaches, die einen in ewigen Cycles halten Ja. und man nicht selbst in die Autorität kommt. Das ist vielleicht auch so ein Thema, wo wir vielleicht mal kurz drüber sprechen können. Die innere versus die äußere Autorität. Ich glaube, viele verlassen sich da auch immer so auf ihre Coaches und folgen dann nur diesen Anweisungen. Und ich glaube, durch so Psychedelics oder generell bewusstseinserweiternden Sachen kann Ja. man seine innere Autorität auch stärken. Wie siehst du das? Ja, sehe ich ganz genauso, ne? Und darum sollte es auch gehen. Und jeder Coach sollte das eigentlich auch als Ziel haben, ne? Aber wenn ich jetzt dich so reden höre zum Beispiel, dann sind das für mich auch keine Coaches, ne? Weil ein Coach gibt keine Anweisungen, ne? Der gibt keine Ratschläge und so weiter, sondern der sieht und der spürt etwas in dir, ne? Was schon da ist, ne? Und der unterstützt dich eigentlich nur auf dem Weg dazu, das selber zu erkennen. Ne, dass das im Innen schon da ist. Das macht er aber nicht damit, indem er dir sagt, guck mal da ist es, sondern er stellt Fragen, ne? Er bringt dich in gewisse Situationen, wo du vielleicht Entscheidungen treffen kannst, ne? Bei uns, wie gesagt, geht es ganz viel mit dem Atem zu kommen, ne? Ich gebe dann wirklich
auch visuell, ich gebe wirklich dann ab an den Körper von den Leuten, ne? Oder ich gebe ab in den Zeremonien an die Niños Santos, ne? So werden die kleinen Zauberpilze genannt von der Mexikanern zum Beispiel, ne? So Maria Sabina zum Beispiel, die das ja alles in unsere Welt auch gebracht hat. Und das finde ich halt mega wichtig zu sagen, ne? Und ich glaube, da geht aber auch Deutschland jetzt vor allem oder deutschsprachiger Raum durch ja so eine Art Transformation, ne? Viele Leute haben jetzt so ein bisschen Bullshit-Detektoren aufgestellt, ne? Und sehen halt, wenn irgendwas nur Gelaber ist auf Instagram und ja, hinterfragen jetzt vielleicht auch viele Sachen und hinterfragen sich vor allem selbst und spüren mal ihre Intuition. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, ne, aber du hast ja gemerkt, du warst bei einer Kakaozeremonie hier in Kupangan. Wir haben uns das erste Mal live getroffen. Ne? Du warst voll groß plötzlich. Hä? Ja, ja, das ist meistens so, ja. Ich bin eigentlich riesig. Aber, ja, es war bei mir ja genauso. Also, wie groß bist du? Also, ich bin 1,92. Ja, ich bin also in meinem Pass steht 1,93, aber vielleicht bin ich ja noch ein bisschen gewachsen so in den letzten Jahren. Also, vielleicht ja, bist du größer. Das ist nämlich auch so ein Ding. Meine Freundin, die macht ja auch so Blockaden lösen. Die macht das über Energiearbeit. Und ich habe dann auch mit ihr eine Session gemacht und habe ich gemerkt, wie so richtig hinten am Kreuz irgendwas weggegangen ist und ich seitdem eine geradere Haltung habe und mich weniger so ein Mühlstein runterzieht. Also ja, so eine Aufrichtung das, sozusagen. Ja, ja. Ja, stark. Das ja. War auch damals bei dir in der Session, wo du mal irgendwo irgendwie da hinten so gemacht hast. Ja, ich kann mich erinnern, das passiert halt bei vielen tatsächlich, ne, die auch hier die Sessions gemacht haben. Ne, gerade wenn die Last so groß wird von den Dingen, ne, mit denen man sich dann notgedrungen auseinandersetzen muss. Ja, weil bei Psychedelika ist halt die Brechstange, wie gesagt. Ne, du kannst nicht entfliehen. Du kannst nicht sagen, wie bei Breathwork so, okay, ich atme jetzt einfach eine Minute durch die Nase ein und aus und dann sind die ganzen Krämpfe und sowas wieder vorbei. Ne, sondern du bist halt da drin und du musst damit klarkommen. Ja, und bei vielen ist es dann halt so erdrückend. Ne? Und da habe ich schon häufig welche halt vor mir sitzen gesehen, denen dann Rapi gegeben und die saßen wie so ein Stück Wasser halt vor mir. Mhm. Ne? Und allein, wenn du halt mal aufmachst, ne, und sagst, hey, ich nehme das jetzt, ne? Ich halte das jetzt, ich halte diese Energie. Und das war für mich auch sehr schwer über Jahre. Ne? Ich habe ja schon seit 12 Jahren Erfahrung mit Pflanzenmedizin in diesem zeremoniellen Kontext sozusagen, vor allem mit Ayahuasca. Und ich hatte so viele Zeremonien auch, ne, wo ich wirklich da gesessen habe oder gelegen habe und das alles einfach über mich habe ergehen lassen und gewartet habe, bis es dann endlich vorbei ist. Ne? Bis ich dann erst in den letzten 4 Jahren vielleicht so gemerkt habe, so nein, ich setze mich hin. Ja, und ja, es tut weh und ja, es ist anstrengend so, aber ich sitze und ich halte das. Ne? Und vielleicht haut es mich dann irgendwann mal wieder auf die Matte, aber dann stehe ich halt wieder auf. Ne? Du merkst die Parallelen natürlich auch zum Unternehmerleben, ne? Weißt du, oder allgemein zum Leben. Ne? Solche Phasen haben wir die ganze Zeit immer wieder. Aber es geht auch ums Aufstehen, ums wieder gerade zu machen, die Krone zu richten, ja, und dann einfach den nächsten Schritt vorangehen. Und diese tollen Pflanzen, die zeigen dir das halt in einem kleinen Kontext. Das ist wie so ein Bootcamp eigentlich, ne? Ja, ich kann mich auch noch dran erinnern, wie ich ständig aus eurem Haus rausrennen wollte. Ja. Du mich ja zurückgehalten hast. Ja, da können wir auf jeden Fall noch ein bisschen sprechen, so. Ja. Nee. War randaliert und die Session. Ja, aber das Ding ist ja auch, ne, gerade bei Niños Santos, der Name sagt ja schon, die heiligen Kinder des Waldes, du hast halt auch diese kindliche Energie. Ne? Das ist nochmal ein Unterschied zu Pflanzenmedizin wie Ayahuasca zum Beispiel oder Peyote und so weiter. Das ist nochmal eine andere Energie. Aber gerade bei den Pilzen, die bringen dann auch wieder so dieses kleine Kind raus, ne? Dieser Schelm. Ne? Und das ist meistens auch das, was es vielleicht genau braucht und was ich auch bei ganz vielen Unternehmern schon beobachten durfte. Oh, ja. Dass plötzlich das Kind rauskommt, dass plötzlich der Schelm rauskommt. Ne? Der kleine Junge oder das kleine Mädchen, was auf einmal wieder Spaß machen möchte und was Witze erzählt und so weiter, weil diese Energie eben fehlt, ne? Weil alles vielleicht in den letzten Jahren zu ernst geworden ist, zu zahlengetrieben, ne? Zu Charts und Statistiken und ne? Und dann aber wieder so diese Energie reinzubringen, so hey, ich bringe jetzt mal Leichtigkeit rein, ich bringe jetzt mal Spiel wieder rein, ne? Das ist sehr, sehr heilvoll. Das hatte ich noch gar nicht so betrachtet, aber jetzt, wo du es sagst, das war ja genau das, was ich eigentlich gebraucht habe und was viele, viele Unternehmer auch einfach brauchen, weil sie einfach echt so ernste
Wollkragenpullover, Stock im Arsch Typen sind. Ja. Ich habe mich ja selbst da so ein bisschen auch ich will jetzt nicht das Wort negativ verwenden, aber in diese Richtung verändert gehabt. Und habe dann aber, also es war wichtig für die Entwicklung, weil dieser Part, den hatte ich einfach noch nicht integriert. Ich war davor einfach nur ein Clown. Und dann bin ich aber wieder ins andere Extrem und jetzt habe ich da so eine gute Balance gefunden. Und man kann es auch an meinen YouTube-Videos sehen, wenn ich immer meine Vlogs mache, da wird immer nur gelacht und lustiger Blödsinn gemacht. Geil. Welches hast du gesehen? Ich weiß es gar nicht mehr. Du hast irgendwas bei WhatsApp in der Story gepostet, da bin ich da mal reingegangen. Okay. Das ist schon länger her. Mein Bruder, dem habe ich letztens so den Vlog von der Heureka in Montenegro gezeigt und der hat dann irgendwie gemerkt, dass ich die ganze Zeit immer so am Kichern war. Ja. Und das gibt dem Ganzen halt einfach noch so eine spaßige Note, weil oft hat man, oder ich habe so das Problem, wenn ich so was über ein Thema spreche, keine Ahnung, warum du zu einer Adventure Mastermind gehen solltest, dann kommt das nicht so selbst aus mir heraus. Aber wenn ich einfach nur Blödsinn und Spaß mache mit anderen Unternehmern, dann ist das eine ganz andere Energy. Und dann muss ich halt die ganze Zeit lachen. Ja, ist ja auch okay. Und ich glaube, so die Königsdisziplin ist halt, wenn du surfen kannst zwischen diesen verschiedenen, sag ich mal, Archetypen auch, ne? Gerade in der Männerarbeit arbeiten wir dann viel mit den Archetypen nach Carl Jung zum Beispiel, ne? Ich habe zwei Archetypen. Welche? Den Chester, also den Narr und den Adventurer. Ah, geil. Ja. Aber das ist doch schön, wenn du dann halt zwischen diesen Archetypen halt auch surfen kannst. Ne? Du kannst sagen, okay, jetzt bin ich der Lover, ne? Jetzt bin ich der König, jetzt habe ich so diese King-Energy, die es vielleicht auch mal braucht, um Leute zu führen zum Beispiel. Mhm. Ne? Aber dann auch der Schelm halt zu sein, ne? Der Narr zu sein, um ein bisschen Leichtigkeit wieder reinzubringen. Dann aber auch mal in die Trauer reinzugehen, Emotionen zu zeigen. Mhm. Und das tatsächlich sehe ich als eine Qualität, die gerade wir Männer auch noch mehr kultivieren dürfen. Ne? Und nicht zu sagen, nee, wir sind nur in dieser King-Energy die ganze Zeit und sind hart und müssen führen und sind ernst, sondern wir können auch halt mal unsere Emotionen zeigen, ne? Und können vielleicht mal berührt sein von etwas, können mal eine Träne verdrücken, ne? Ohne gleich hier, nee, wir müssen ja, ne? Indianerherz kennt keinen Schmerz und solche Geschichten. Ne? Das ist ja alles so, so weit weg mittlerweile für uns. Und ich glaube, dass auch die Männlichkeit, gerade auch bei Unternehmern, dass das gerade ein krassen Transformationsprozess ist. Ich glaube, wir leben tatsächlich auch in den besten Zeiten aller Zeiten. Oh yes. Also so viel verrückter Scheiß, wie irgendwie aktuell passiert. Aber diejenigen, die so einen Zugang zu, sage ich mal, Persönlichkeitsentwicklung jetzt einfach mal breit gefächert haben. Ich glaube, die werden auf jeden Fall als die Gewinner und die neuen Führer dieser Welt hervorgehen aus dem ganzen Blödsinn. Also die Welt hat genug Blödsinn jetzt gesehen. Wird Zeit, dass wir da mal die Weltherrschaft übernehmen. Genau, Pinky und the Brain. Wie würdest du so die aktuelle Welt beschreiben und wie sollte sie nach deinem Gusto irgendwann sich transformiert haben? Das ist eine heftige Frage. Also erstmal, ich glaube, es ist alles gut so, wie es ist tatsächlich. Mhm. Ne? Klar können wir jetzt sagen, okay, wäre vielleicht nicht so geil, wenn es jetzt hier World War III und sowas gibt und so weiter. Ne? Aber das ist ja, wir leben ja hier auch in einer Welt, ne, wo es diese beiden Extreme einfach hat, ne? Wo wir auf der einen Seite mega frei sind und auf der anderen Seite mega gefangen. Und ich glaube, Bewusstsein ist der Schlüssel, ne? Achtsamkeit ist der Schlüssel. Und ich sehe auch wenn man jetzt vielleicht, also ohne jetzt irgendwie eine Wertung da abzugeben, so, aber ich sehe jetzt zum Beispiel auch, wie in Deutschland vor allem die Leute sich plötzlich immer mehr interessieren, auch, was da eigentlich abgeht, ne? Und plötzlich halt bei der Politik auch, ne, mitbestimmen wollen. Es gibt irgendwie mehr Leute, die wählen gehen und so weiter, ganz egal, was sie wählen, so, ne? Mhm. Aber es ist ja eine schöne Tendenz, ne, dass man versucht, wieder mehr Verantwortung zu übernehmen für dieses Leben. Weil man hat sich ja auch was, oder wir haben uns was aufgebaut in den letzten Jahren,
Egal, ob du jetzt in Deutschland bist oder durch die Welt reist, wir haben uns ja einen Lebensstil aufgebaut und jetzt gilt es halt auch darum, den zu schützen einfach, ne? Und egal, was das für ein Lebensstil ist, ne? Es gibt ganz viele verschiedene, ne? Unserer ist jetzt vielleicht so das Reisen, so das Online-Unternehmertum und vielleicht auch so das Exploren von der Innerwork. Und für andere ist das halt vielleicht was ganz anderes, so, ne? Und ich glaube, für beide, oder was heißt für beide, für alle muss es einfach Platz geben. Aber das schaffen wir halt nicht, indem wir sagen so, okay, lass die mal machen. Ne? Deswegen glaube ich, wir müssen uns dahin entwickeln, dass wir wieder mehr Verantwortung übernehmen. Ne? Und auch im Großen. Und wir Unternehmer, ne? Ich meine, was würdest du sagen? Ne? Wer ist eher oben an der Nahrungskette? Sind es die Politiker oder sind es die Unternehmer? Das sind immer die Unternehmer. Eben, ne? Und was ist, wenn wir bewusste Unternehmer haben? Bewusste Politiker ist vielleicht jetzt ein bisschen zu weit. Aber dafür ist das System ein bisschen zu starr. Also ich war ja selber auch in der FDP aktiv und das sind alles irgendwie engagierte Leute, aber Demokratie erfordert auch viel Reibung und viel Verlust an Geschwindigkeit und deswegen sind Unternehmer einfach effizienter, sagen wir mal so. Richtig, Punkt. Und ich glaube, dahin darf es halt wirklich gehen, ne? Dass wir wieder die Züge in die Hand nehmen, ne? Und sagen, hey, wir machen geilen Scheiß im Sinne von Business, im Sinne von Projekten, Co-Kreation, ne? Auch wieder mehr miteinander zu machen. Ich merke das so krass. Ich bin jetzt in einer Männergruppe, die ich damals initiiert habe vor 3 Jahren, ne? So, wo wir zu 8 sind, ja, alles so Coaches und Unternehmer. Und ich merke halt, was daraus entsteht, ne? Wir treffen uns einmal im Jahr, wir lachen zusammen, wir kreieren Dinge zusammen. Letztes Jahr haben wir eine Breathwork zum Beispiel gemacht für unsere Communities. Und ich sehe halt einfach, was für ein Potenzial da ist. Jetzt in Köln vor 2 Tagen sind 2 Leute aus der aktuellen Männergruppe und einer, der am Anfang mal dabei war, auf einem Event gewesen und haben eine Breathwork für über 100 Leute organisiert, ne? Und ich glaube, wenn wir mehr in diesen Gruppen auch zusammenkommen und diese Energie dann auch richtig nutzen, ne, und einfach sagen, hey, du machst geilen Scheiß, ich mach auch geilen Scheiß, lass uns doch zusammen geilen Scheiß machen, ne, statt zu sagen so, ah nee, das ist jetzt Konkurrent, mit dem spreche ich nicht oder das mache ich nicht, ne, sondern wirklich zu sehen, okay, hey, lass uns zusammen was kreieren, lass uns co-kreieren. Ja. Und ich glaube, das ist die Energie, in die uns auch, wenn es da oben irgendwas Größeres gibt, Universum, keine Ahnung, Gott, ne, das ist auch die Energie, wo uns diese Energie reinbringen möchte. So. Ja. Ja. Okay, jetzt sind wir langsam schon am Ende angekommen. Eine letzte Frage noch so. Wer sich als Unternehmer für Kopangan interessiert, ich weiß, du willst nicht, dass noch mehr Leute kommen, aber nehmen wir mal an, das sind richtig coole Unternehmer. Was erwartet sie auf Kopangan? Ja, dass du mich auch nicht falsch verstehst. Ich glaube, dass Kopangan geil ist, ne? Aber du musst natürlich auch sehen, du nimmst Kopangan natürlich anders wahr als ich, weil ich lebe hier, ne? Letztes Jahr war ich 9 Monate am Stück hier, was definitiv zu viel ist, so, ne? Also für mich. Und ich glaube, es ist wie überall, ne? Sobald du wirklich richtig an einem Ort bist, lange Wurzeln schlägst, dann siehst du auch irgendwann hinter die Kulissen einfach, ne? Und dann merkst du halt so, okay, da stimmt was nicht und da stimmt was nicht. Deswegen, ne, ist es alles sehr, sehr subjektiv, was ich da jetzt sage, so. Ich glaube, wenn du als Unternehmer jetzt kommst auch nach Kopangan, ist es natürlich wie Disneyland da für dich, ne? Weil auf der einen Seite hast du geile Coworking Spaces, wo du coole Leute triffst, ne? Du hast Workshops und Business Opportunities, und auf der anderen Seite hast du aber auch die ganze Conscious Bubble und spirituelle Bubble, ne, wo du halt 3-mal die Woche an den Ecstatic Dance gehen kannst und dich mal komplett ausleben kannst mit all deinen Seiten. Du kannst zu Breathwork Sessions gehen jeden Tag, zu Yoga Sessions jeden Tag. Und wenn du auf das alles gar keinen Bock hast, dann kannst du mal auf den Osten der Seite fahren und hast halt Natur, Wasserfälle, unberührte Strände. Also die Insel ist schon geil, die hat schon viel, ne? Und ich merke auch, dass ich jetzt hier natürlich Werbung dafür mache. Ja, aber das Ding ist halt einfach auch, dass wir in einer Zeit leben, die vor allem
leider ist es noch so, von Kriegen gerade, ne, auch beeinflusst wird. Ja, ich sag nur in Israel, in Russland und so weiter. Und klar, die Leute, die darauf keinen Bock haben, die suchen sich natürlich auch andere Orte auf der Welt, was vollkommen okay ist auch. Und deswegen siehst du es ja hier natürlich auch, ne, dass jetzt viele Israelis hierher kommen, dass viele Russen hierher kommen zum Beispiel, Land kaufen, ihre Communities kreieren und so weiter. Und dadurch blutet mir natürlich immer dann ein bisschen das Herz, wenn ich alle 10 Meter irgendwo sehe, ah, da war mal ein Wald. Ne? Mhm. Jetzt ist da einfach nur noch eine Mauer, ne? Eine Community von irgendwelchen weißen Bungalows mit Pools. Ne? Und dann denke ich mir so, okay, schade. Auch wenn Kupangan immer noch sehr viel Naturschutzgebiet hat, also es wird wahrscheinlich nicht das nächste Koh Samui, denke ich mal, hoffe ich mal. Ja. Deswegen, also, ja, ich kann es immer empfehlen, hier vorbeizukommen. Ich meine, wir machen ja hier auch Vacation im Februar jedes Jahr. Und für die Leute ist es geil. Du fährst hier mit dem Scooter rum. Du hast geiles Essen. Du hast geiles Wetter. Du hast Dschungel. Du hast Meer. Also, es ist schon geil. Amen. Amen. Ja. Okay. Jetzt noch dein schamloser Pitch für dich selbst. Ein schamloser Pitch. Geil. Ich weiß noch nicht, ob ich, wann ich jetzt mal einen schamlosen Pitch oder überhaupt mal. Nein, also vielen Dank erstmal, Konstantin, dass ich hier am Start sein durfte und vielen Dank, dass unsere Connection auch so in den letzten Jahren so sich nochmal vertieft hat, auch mit der Zusammenarbeit und ja, super krass einfach, was da bei dir auch passiert ist. Und für die meisten, die jetzt hier vielleicht auch zuhören und auch wenn es für Freigeister ist, ne, vielleicht sind ein paar Konzepte manchmal so, oh wow, das ist schon krass jetzt mit Psychedelika und Ayahuasca und Breathwork und so weiter. Wenn das ein bisschen viel ist, kann ich das komplett verstehen, gerade wenn du so aus dem Unternehmerumfeld kommst auch. Ja, aber wir sind ja alle offen. Ne? Das heißt, vielleicht magst du einfach mal mit mir sprechen, ne, und vielleicht deine Fragen persönlich stellen. Und da kannst du einfach mir eine E-Mail schreiben an info@robinstolberg.de. Und dann können wir auch gerne mal so, ja, drüber sprechen, ob so eine Session vielleicht auch Sinn macht, eine Breathwork-Session. Oder wenn du hier in Kupangan bist, natürlich, ne, lass uns hier auch gerne ein bisschen mit Pilzen zum Beispiel arbeiten. Und wenn du da Fragen hast oder wenn du mal so ein, ja, mal ein bisschen in diesen Vibe reinkommen möchtest, dann melde dich einfach bei mir und ja, dann machen wir das. Auf Social Media findet man dich ja nicht mehr, ne? Social Media findet man mich nicht mehr, aber ich habe einen Newsletter auf jeden Fall, der relativ häufig bespielt wird und ja, kommt da gerne rein. Und einen Podcast. Siehst du, ja. Podcast. Wie heißt dein Podcast? Natural Biohacker Podcast, genau, da kommen auch wöchentlich Folgen mit krassen Unternehmern, Leuten aus der Szene, auch englischsprachig manchmal, aber größtenteils deutschsprachig. Und ja, ich glaube, da kann man auch nochmal ganz viel zum Thema Business lernen, aber auch zum Thema innere Arbeit, Natural Biohacking, Breathwork, Psychedelics. Ja. Boom. Okay. War das schamlos genug? Ja, schon, ja. Okay, dann danke ich dir auch für deine Zeit und viel Spaß noch in den letzten Wochen auf Koh Phangan. Ja, werden noch Monate. Monate werden es. Monate. Okay, die letzte Zeit auf Koh Phangan. Danke dir. Freue mich, wenn wir uns dann bald wiedersehen, mein Lieber. Jo. Tschüss. Ciao, ciao.